Rhodos nach dem Feuer. Das Urlaubsparadies gleicht einer Mondlandschaft. Eine Drohne filmt das Ausmaß der Schäden nach den verheerenden Waldbränden auf der griechischen Mittelmeerinsel. Verkohlte Bäume, ausgebrannte Häuser. Ganze Landstriche im Südosten der Insel nur noch schwarz. Neben den Ruinen kehrt aber auch der Alltag ein. Die ersten Badegäste liegen bereits wieder am Strand. Die Feuer in Griechenland sind für den Moment unter Kontrolle. Nicht nur auf Rhodos, sondern auch auf der Insel Euböa und in den betroffenen Regionen Mittelgriechenlands. Bewohnte Gebiete seien nicht mehr bedroht, erklärte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr. Die Brandgefahr bleibe jedoch groß, es herrsche weiterhin höchste Alarmstufe. Starke Winde und andauernde Trockenheit seien ein explosiver Cocktail, warnen Meteorologen. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis kündigte unterdessen an, die Justiz werde die Brandstifter hart bestrafen. Bislang ist aber nur ein mutmaßlicher Täter auf der Insel Rhodos in Polizeigewahrsam genommen worden, wie örtliche Medien berichten. In den Touristenregionen hoffen die Menschen nach den Flammen wieder auf Gäste. Kommt weiterhin nach Rhodos, die Insel braucht euch, zitiert dpa eine Vermieterin. Wenn nach dem Feuer auch noch die Urlaubsgäste ausblieben, werde die Katastrophe unbeschreiblich. Dann gäbe es auch kein Geld mehr, um das Verbrannte wieder aufzubauen, sagt die Frau. Nur ein kleiner Teil der Insel sei durch die Feuer so verwüstet worden.